Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter mit dem Lambo-Motor. Yes. Nochmal ein kleiner Check, ob er sich noch drehen lässt hier. Ist fest über Nacht gegangen, festgeschweißt. Halb verschweißt. Ne, man hat aber wirklich zu Anfang, hast gemerkt, so ein Stick-and-Slip-Effekt. Dass wenn sich quasi die Kurbelwelle über Nacht irgendwann mal so setzt, dann geht die Reibung da zwischen Kurbelwelle und Lagern, reduziert sich, maximiert sich und braucht dann immer erstmal auch so einen Anstoßpunkt. Gleich brauche ich nicht mal einfahren. Ne, ist gleich fertig. Aber zum Thema Einfahren, du bist an den Lagerschalen eh nichts am Einfahren. Nee, ich weiß. Das Einfahren hat sich nur überwiegend Kolbenringe und so weiter, geht in die Richtung. Wurde mir auch schon oft gesagt, sollten sich die Lager einfahren, sind sie eh im Arsch danach. Ja, richtig. So, so ungefähr. So, okay, jetzt müssen wir noch Folgendes machen. Pleuellager. Mhm. Einmal nochmal messen, mhm. Nach der langen Zeit, dass alles passt. Wir sind gewachsen. Nee, aber wer weiß, ein paar Mal wurde hier schon noch überpoliert und so, ne? Ja. Nicht, dass wir da auf einmal komplett falsch sind. Mhm. Dann werden wir hier so richtig Bauchschmerzen haben mit eingebaut Stretchmessen. Ja. Könnte klappen. Müssen wir uns dann mal angucken. Ich würde aber sagen, damit wir ungefähr schon mal grob wissen, wo wir hin müssen, machen wir das wie immer, dass wir an einer Schraube schon mal messen, welches Drehmoment wir brauchen, damit die Schraube richtig vorgespannt ist. Und dann können wir theoretisch einen schon mal platzieren. Ja. So, Ziel von diesem Video ist es auf jeden Fall, alle 10 Kolben da drin zu haben. Mhm. Und auf jeden Fall einmal leider auslitern. Warum leider? Hast du Kopfschmerzen deswegen? Nee, leider einfach nur deswegen, damit wir in Zukunft dann immerhin wissen, was wir da gerade fahren und so weiter. Ja, ja, klar, muss sein. So, und wenn es dann gut läuft, machen wir noch Ringe rein und Köpfe drauf. Das wäre ein Volltraum. Und dann muss ich erstmal wieder so ungefähr 4 Wochen lang Schrauben suchen. Ja, du kannst auch online, also die Teilebilder, die es halt so gibt, da sind dann immer mehr so alle Schrauben auf einen Haufen eingezeichnet. Gibt es von Lambo kein Handbuch oder so? Ich habe keins. Weil, wie gesagt, das ist ja wirklich noch der Ur-5.0er Lambo-Motor. Mhm. Weißt du? Ich glaube, da kam der Luigi noch nach Deutschland zum Schrauben. Wobei, ich glaube nicht, dass die irgendwas repariert haben. Ich glaube, da wurde ganze Motor rein. Genau, raus. Ins Werk zurück und dann... Ja. Ja gut, alles klar. Ja, wobei, ins Werk zurück glaube ich nicht, sondern wenn, dann gleich ein neuer Motor. Also ich glaube, dass diese ganzen Autohäuser wie Thamsen und so weiter, ja, wenn ein Motor kaputt war, bei den Motoren ist es auch eigentlich, deswegen gibt es so wenig Motoren zu kaufen, die haben fast alle mal Lagerschaden, mhm, weil die so eine extrem schlechte Ölstandskontrolle haben. Da habe ich mit Trockensumpf, ne, wandert das da immer so drin. Mhm. Das heißt, eigentlich, wenn ihr dir anzeigt, zu wenig Öl, ist eigentlich schon zu spät. Das heißt, sie kriegen fast alle einen Lagerschaden im Pleuel. Also wirklich, okay, fast alle Motoren haben eh ein Loch drin und da sagt Lambo dann natürlich hier, in die Presse zerstören. Neuen Motor für 30 oder so und weiter geht's. Hättest du das nochmal besser gemacht, oder? Hatte der eigentlich einen Schaden? Nein, den habe ich heile ausgeholt. Ah. Nee, der war heile. Der hat zwar 140 runter gehabt, war aber heile. Mhm. Jetzt kaputt. Von Kabelbinder, die dann, ne? So, und dann haben wir ihn ja leider kaputt gemacht mit der Lagergasse und dann, jetzt ist er wieder heile. Mhm. Deswegen bin ich auch unheimlich dankbar, wenn dieses Ding einfach wieder zusammen ist irgendwann und du ihn quasi gerettet hast. Den V10 Liter. Hast du den Leuten denn schon von deinem kleineren Problem erzählt hier? Das, was wir gerade erst festgestellt haben? Ja, wir können die doch einweiden, oder? Das ist halt so bei Loch, so Custom-Geschichten. Loch Dieter passt nicht mehr. Nee, du musst von, ich glaube, wir laufen einmal rum. Problem ist natürlich, die Leute, die noch nicht ganz so lange dabei sind, das Projekt kam ja so krass ins Stocken, weil diese Platte nicht mehr zentriert war. Mhm. Dann musste das mit neuen Zentrierungen zur Gasse, elendig langes Thema, 2-3 Jahre her. Das heißt, jetzt fluchtet natürlich diese Bohrung nicht mehr. Sieht man das hier, ne? So ein bisschen. Das heißt, die Bohrung muss auf jeden Fall auch nochmal wieder gerichtet werden, auf Maß gespindelt werden. So, aber ich würde sagen, wir beschäftigen uns heute mal lieber mit den schönen Dingen und gucken mal. 5-Achs-CNC wird regeln. Gucken mal, dass die 10 Pötte da schön, okay, schön durchgehen. Wir fangen damit an, dass wir die Lagerschalen in die Pleuel einlegen. Das haben wir jetzt hier schon so weit gemacht. Und jetzt wollen wir ermitteln quasi die richtige Vorspannung, die die Schrauben eben auf diese Bohrung eben bringen, auf die Lagerschale hier. Denn so eine Lagerschale steht immer so ein paar Hundertstel über, denn man hat einen sogenannten Lagercrush. Das Lager drückt sich hier in der Mitte zusammen, um die korrekte Vorspannung in dem Lager hier zu erzeugen. Und damit diese Vorspannung korrekt und auch gleichmäßig erzeugt wird, ziehen wir die auch natürlich gleichmäßig fest, aber wir haben das Problem, dass die Reibung zwischen Gewinde und Schraube hin und wieder variiert, je nachdem wie viel Fett oder irgendein anderes Schmiermittel drauf ist. Oder keins drauf ist.
oder keins. Deswegen können wir nicht blind einfach nach dem Drehmoment gehen, sondern wir ziehen die jetzt mal nach Stretch an. Stretch bedeutet so viel, dass wir die Messuhr nehmen. Diese Schrauben haben auch extra in der Mitte so zwei kleine Bohrungen, damit diese Messuhr sich schön zentrieren kann. Schön Konus, ja. Genau. Und jetzt gucken wir, dass wir das so ein bisschen mittig ausdietern. Das passt. Jetzt ist die quasi genullt. Hier sieht man übrigens auch schön, was du gerade meinst, dass wenn ich es auf der einen Seite bündig mache, steht sie trotzdem auf der anderen Seite noch ein bisschen raus. Weil sonst würde die sich ja, man denkt, dass die nur durch die Nasen in Position gehalten werden. Das ist minimal, also das ist der Notanker. Mhm. Aber eigentlich ist das tatsächlich so. Jetzt haben wir mal. Also ich habe sie sonst mit 82 immer angezogen. So, das sind jetzt 84. So, der Stretch der Schraube ist jetzt hier bei diesen L19. Sieht man das? 0,00045 Inch. Warum wir hier in so komischen Inch oder so weiter reden, das liegt daran, weil das eben ALP-Schrauben sind. Die geben das in Inch an. Natürlich kann man das auch umrechnen. Ich glaube, das ist ein 1,5 Zehntel Stretch oder so. Ja, ja. Plus auch die ganzen Uhren sind halt auch alle in Inch, ne? Ja, die gibt es halt so zu kaufen. Ich könnte natürlich hier eine schöne Mitutoyo-Uhr reinmachen und dann immer mit dem Taschenrechner den Stretch umrechnen in Millimeter. Und ein neues Ding fräsen. Nee, mit Subi drauf. Ich wollte das tatsächlich schon längst machen, hier mit einer Mitutoyo-Uhr und Millimeter. Aber diese Bohrung ist anders wie diese schicken... schicken Mitutoyo-Uhren, ja, die sind ein bisschen dünner. Mhm. Das heißt, wir müssen tatsächlich eine neue fräsen. Das heißt, 84 Newtonmeter oder 82 Newtonmeter war ein guter Wert. Ja. Versuchen wir jetzt mal, uns so im Hinterkopf zu behalten. Machen das Gleiche, können wir jetzt hier auch nochmal mit dem Stretch machen, mit der anderen Seite. Und falls wir dann mit der Uhr nicht hier reinkommen, wissen wir, dass 82 Newtonmeter auf jeden Fall, wenn gut Fett auf dem Gewinde gleichmäßig ist, ein guter Wert ist. Ist korrekt angezogen. Und da wir jetzt wissen, dass dieses Grundmaß hier passt, tatsächlich ist es auch sogar so, dass die Vorspannung des Crush des Lagers diese Grundbohrung ein bisschen aufweitet. Das bedeutet, wir können nicht einfach Lagerschale nehmen und messen die Dicke und dann die Grundbohrung messen, dann weicht das Ergebnis am Ende vom Lagerspiel ein bisschen voneinander ab. Man kann schon mal so gucken, ob man wenigstens in die richtige Richtung kommt. So, Uhr haben wir genommen und haben genullt hier auf dem Zapfen. 53,96, da war ich, glaube ich, gelandet. Das finde ich ja am Motorenbau immer so das Krasseste, diese ganze Messerei, ne? Dass wir gefühlt den ganzen Tag drüber messen. Und auch nicht immer mal eben so mit Messschieber eine M10-Schraube messen, ne? Sondern man muss ja schon immer messen, Uhr nullen, rechnen. Ja, das passiert natürlich auch schnell immer mal. Das ist echt eben der Unterschied. Das nennt sich, glaube ich, in Amerika irgendwie Engine Blueprinting. Mhm. Ne, dass wirklich jede Stelle gemessen wird. Das ist ja bei Gang und Gäbe nicht immer Standard bei der Motorenrevidierung. Und jetzt sehen wir, sind wir hier bei 700. Lagerspiel. So geht das Lagerspiel auf. Das heißt, wir haben so 700, so ein Zehntel, circa 9,5 Zehntel. Und das liegt an dieser Zitronengeometrie des Lagers. Das sorgt bei hohen Drehzahlen dafür, dass übertrieben gesagt, hier bildet sich ein Schmierkeil und hier ein Keil, dass die Kurbelwelle zentriert wird. Mhm. Dass sie quasi so ein kleines Polster hat, wenn die Mini-Vibrationen hat. 700 finde ich gut. Wir haben ja 3,5-400 im Hauptlager angepeilt. Alu-Block wird auf jeden Fall, wenn heiß ist, auf 600-700 aufgehen. Und dann haben wir vielleicht 800-700 im Pleulager. Ist Tendenz zu viel, aber ich denke auch, da ich auch immer so ein dickes Öl fahre und so. 20 bis 60, richtig. Ja. Da ich so ein dickes Öl fahre, denke ich auch, passt das. Mhm. Ne, ist gut. Vor allem ist da auch eine ordentliche Pumpe drin. Ne? Mhm. Kann was. Kann was. Hoffentlich. Ja, gut. Würde ich sagen. Okay, also das war jetzt rein nochmal zur Kontrolle, weil du hast es ja im Vorfeld schon angepasst. Ja. Hätte aber natürlich sein können, dass sich an dem Zapfen nochmal wieder was verändert hat. Aber so sind wir da jetzt auf jeden Fall safe, ne? Mhm. Okay, ja, dann kann es jetzt theoretisch tatsächlich losgehen. Kolben drauf, Ringe drauf. Ersten rein. Mhm. Und zwar das Kolbenring-Stoßspiel ist wirklich einer, in meinen Augen, der wichtigsten Dinge für einen guten Motor. Also Kolbenringe, dass die korrekt eingestellt sind. Bedeutet quasi das Spiel am Ende, wenn die montiert sind, von den Kolbenringen vorne, wie viel Spiel hier ist. Denn ist das Spiel zu groß, haben wir zu viel Blow-By und Blow-By ist uncool oder auch zu wenig Kompression, übertrieben gesagt. Ist es zu klein,
noch gefährlicher, geht der Kolbenring auf Block, kann nicht korrekt arbeiten. Und da eine gewisse Erfahrung über Motorsportmotoren, die man eben so macht, herauszufinden, ist schon Gold wert. Denn oftmals ist es so, dass das Stoßspiel zu groß eingestellt wird und dann verbraucht der Öl, ballert das wieder in die Ansaugung zurück. Deswegen machen wir das jetzt mal hier. Machst du beim Boxermotor das gleiche wie beim normalen Motor? Nee, Boxermotor ein bisschen anders. Unterschiedlich. Ich höre mir eigentlich die Kunden an, was die vorhaben mit dem Motor. Mhm. Ne? Und dann entscheide ich, wie viel Stoßspiel wir machen. Mhm. Aber es ähnelt schon oft. Ne? Also ich würde mal vom Gefühl behaupten, machen wir relativ geringes Stoßspiel. Mhm. Denn hier so Manley-Kolben oder etc. geben an irgendwie, keine Ahnung, Stoßspiel 060, 070, 050. Wir gehen jetzt hier bei deinem, weil die Zylinderleistung, übertrieben gesagt, jetzt nicht so extrem exorbitant hoch ist. Exorbitant, habe ich von dir gelernt. Neues Wort des Jahres. Gehen wir hier auf 0,3 mm Stoßspiel. Das sind NPR-Ringe. Übrigens, zieht euch mal hier, die gibt es bei Andi übrigens im Shop. Jeder wird sich jetzt denken, wie kann der mit der Fühlerlehre das messen? Also ja, übertrieben gesagt, das ist eine konische Fühlerlehre, die geht oben auf. Und somit können wir schön mit einmal stecken, herausfinden, auf welches Maß wir müssen. Was noch zu beachten ist, wenn ihr das jetzt so montiert, wir haben jetzt keine Hohnbrille drauf. Wir haben gemessen, dass die Hohnbrille bei dem Motor einen Unterschied macht. Deswegen gehe ich relativ weit runter. Mhm. Kann auch ein bisschen mehr runtergehen. So. Und ich nehme den Kolben, drehe den so, dann ist es auf jeden Fall gleichmäßig von der Höhe. Ist der Ring schief drin, passt das ja wieder. Ja. Was erzähle ich dir? Du hast auch schon drei Motoren zusammengebaut. Ne? So. Haben jetzt alle Öl verbraucht, ne? Geile Kompression. So, jetzt gehen wir hier so rein. Spaß. Kannst du das filmen? Kommst du da unten rein? Also wir sehen da, wir haben da so 0,3. So, okay. Willst du Licht haben? Nö, ja, passt. So, hier 0,32, 0,33. Ist wirklich wenig. Ja, ist gut. Hier wollen wir 0,45 machen. Ja. Wenn auf Block ist, keine Ahnung, wer das macht. 0,45, zweite 0,5. Ja, aber beim S4, yeah. Was ist eine S4 Liter Leistung, also Zylinderleistung? Ja. Yeah. Also ich glaube, dass das hier deutlich, dass das entspannter ist pro Zylinder. Du sagst aber, mit Hohnbrille wird es auch an der Stelle mehr? Nee, wir haben gemessen, dass nur im oberen Bereich, ein bisschen rausgeht. Ja, ja und genau, ja. Wenn 0,35, so ist es um den Dreh. Mhm. Dem zweiten Ring geben wir ein bisschen mehr, denn normalerweise wird der zweite Ring ja nicht so warm. Aber eigentlich müsste man dem weniger geben. Da dein Motor aber ordentlich Ladedruck bekommt, habe ich immer die Befürchtung, dass wenn der Blow-By da durchgeht und der zweite kleiner wäre, dann gibt es das Problem, dass sich so ein Luftpolster zwischen den beiden Kolbenringen bildet. Mhm. Und das ist, glaube ich, uncool. Und aus dem Grund geben wir dem zweiten tatsächlich mehr wie dem ersten. Das wäre jetzt genau meine Frage gewesen, warum eigentlich der zweite mehr kriegt als der erste? Ja. Okay. Also der zweite hat ja hauptsächlich die Arbeit irgendwie um ordentlich Öl abzustreifen auch und um ordentlich abzudichten. Aber der kriegt halt nicht den Verbrennungsdruck ab, aber ich sag mal, dieses Luftpolster zwischen den Kolbenringen wäre uncool. Mhm. Und der Zehntel da mehr wird jetzt bestimmt nicht dafür sorgen, dass die Kompression flöten geht. Mhm. Also zweiter auf 0,50. Ja. Aber die Fühlerlehre ist echt geil. Guck mal, hast du so schon durch, ne? Ja. So, hier. Okay. Die Abstreifer, die peilen wir immer so 060, 070 an. Da kann man aber auch irgendwann keinen Einfluss mehr drauf nehmen, wenn das so Wellenabstreifer sind. Also die Feder sowieso nicht. Nur auf die kleinen Ringe dann hier. Den könnten wir ja theoretisch gesehen haben. Aber das haben wir schon getestet, das passt. So, würde ich sagen, montieren wir mal die Kolbenringe auf den Kolben. Und dann packen wir den mal da rein, ja? So, wir ziehen hier erstmal den Federring rüber. Achten darauf, das ist jetzt hier bei der Sache jetzt nicht so wichtig, dass der Kolbenring natürlich auch die Öffnung in der richtigen Position steht. Ich mache die Öffnung hier jetzt in dem Bereich immer nach oben. Weißt du? Mhm. Dann mache ich hier den zweiten nach da und den anderen nach da. Hier, zweiter Kolbenring, da steht
hier top drauf, also nach oben. Wie man sieht, das ist ein Nasenminutenring. Die haben hier nochmal so eine Phase dran. Die montiere ich jetzt mit der Öffnung nach vorne. Jetzt muss man mal so fühlen, ob der schön läuft. Nichts dazwischen ist, passt perfekt. Ich glaube, Andi baut nie wieder einen 10-Zylinder. Boah. Schon Baustelle, ne? So. Hier das gleiche. Das heißt, hier Öffnung, da Öffnung und einmal oben Öffnung. Das sind auch meine besten Freunde, diese verdammten Ringe. Wenn da bricht, tut es manchmal weh, wenn die viel Vorspannung haben. Da gibt es Werkzeuge für oder so, aber die funktionieren alle nicht. Aber der Ring, hier darauf achten, dass der Ring mit der Öffnung nicht so montiert wird. Denn wenn man den so montiert, durch die hohe Drehzahl wird der quasi die Feder belastet, weißt du? Nur durch die Schwerkraft, oder? Ja, also durch die hohe Beschleunigung. Mhm. Deswegen könnte sein, dass der Mann sagt sowas, aber deswegen. Echt krass, habe ich nie drauf geachtet. Ja, deswegen sollte man den entweder so montieren oder so montieren. Mhm. So. Klick. Aber echt krass dicker Kolbenbolzen, ne? Weil die sind hier IP-Kolben, ne? Ja, aber ich habe mir auch erzählt, wie viel Leistung du damit fahren willst, ne? Dann sagt er, machen wir. Dann machen wir dicker. Ja, tatsächlich wird die Kolbenbolzen, weißt du, wie man so redet? Man redet dann in Breite, Durchmesser und Gewicht. Mhm. Wie viel Gewicht Bolzen man haben will. Echt? So, ja, ja. Das ist am einfachsten. Cool. Ja, jetzt ist der Kollege quasi bereit für Montage. Das Finale. Finale reinstecken. Ja. Und natürlich kommt was. Montagepaste hier dran. Also ich bin auf jeden Fall immer Fan von diesen Montagetrichtern, denn die Fummelei mit diesen Bändern ist nicht so nett. Ist nicht so deins, ne? Du nee. Hast eher so. Ja, vernünftig. Ist heftig, wie knapp das hier mit dem Pleuel ist. Die passen gerade so rein. Ja. So, gehst du mal unten führen. Normalerweise kommen jetzt so auf diese, kommst so Führungsnupsis, weißt du, dass da man nicht auf die Lagerschale oder so kommt. Wir haben Philipp. Ja, du kriegst das hin. Ich vertraue dir. Kann ich? Ist drin. Darf ich? Ja. Meine Lieblingspaste. So, jetzt mache ich erstmal nichts anderes wie locker beiziehen, dass das mal in den Pin reingeht. Ne? Jetzt löse ich auch wieder. Schauen wir mal, ob die Messung in irgendeiner Art und Weise möglich ist. Ja, doch, geht sogar, ne? Easy! Junge, ist da Luft drin. Alter, aber guck mal, die ist noch richtig genullt. Super. So, 70 Newtonmeter. Stretch von ein bisschen unter 4, 40. Wir wollen 45, ne? Ja. Bisschen mehr. Das sind jetzt 81. Ja. Ja. Sind wir genau eigentlich im Fenster. 45. Nee, noch weiter. Ich muss 180 drehen. Hab ich doch. Das war 90. Nee, ich muss 90 drehen. Weil so. Kommst du ideal? Nee, du bist auch an der Wange. Ich muss genau hier rüber gucken. Wie meinst du das? Dass die Uhr nach da guckt. Schön. Oh, ich bin drauf. Perfekt. So, jetzt ist wirklich die Kunst, da gleich wieder genauso gut drauf zu kommen. Und die Uhr muss auf jeden Fall festgestellt werden. So.
feststellen hier. Passt. Das war jetzt direkt 80, ne? Mhm. Ha. Sollte passen. Ja, 45. Das war einer von 10. Einer von 10. Also alle 10 sind drin. Das sieht auch ehrlich gesagt verdammt geil um diese Ölspritzdüsen da jetzt aus. Bist du happy? Ja. Also es sieht echt so aus, als wenn es fast dafür gemacht wäre. Ne? Guck mal, wie die da so reintauchen. Die sind ideal. Mal davon abgesehen, sieht das bei Ölspritzdüsen immer enger aus. Oder? Also, ja, aber ich finde hier jetzt ist wirklich... Ja, ja, ist okay. Wir haben überall mindestens... Millimeter Platz. Ja, das will ich auch sagen. Boom. Uiuiuiui. Diese goldene Beschichtung lohnt sich alleine, weil es so geil aussieht. Genau, richtig. Jawohl. Und was meinst du? Hier sieht man jetzt schon mal so ein bisschen, warum so ein Zehnzylinder immer so helltönig sich anhört. Ja. Weil beim Durchdrehen muss man darauf achten, es gibt eigentlich kaum eine Stellung, wo nicht irgendein Kolben ja, da oben klar. ist. Ne? Diese Aufteilung mit 10 ist halt wirklich so krass, dass logischerweise alle... Ich persönlich finde den 10-Zylinder-Sound im Geiste von rein. Alle 36, 360 Grad durch 10, alle 36 Grad ist ein Kolben oben. Gezündet wird nur alle 72, also auch jede zweite Umdrehung. Ne? Aber das ist schon wirklich... Hier, guck mal, das ist ja. Teste mal, bei wie viel Drehmoment der Motor schon dreht. Moment, nee, um das kurz einmal zu zeigen, jetzt ist der oben. Und wie wenig das eigentlich ist. Weißt du, die sind ja. Ja, klar. So, was kommt jetzt? Jetzt kommt hier. Mal kurzer Gegencheck. Also, natürlich haben wir hier 10 Zylinder, die ein bisschen mehr Reibung aufweisen, aber der Motor dreht bereits schon bei 14 Newtonmeter durch. Das ist gut. Gut? Ja. So, was hatte der letzte? 9 Newtonmeter, die so ein Sechszylinder-Reihe, ne? Jetzt, damit wir keinen Fehler auf den letzten Meter noch einbauen, einmal Unterstand messen. Mhm. Ich habe nämlich die Kopfdichtung mal mitgebracht. Also was auf jeden Fall schon mal geht, was cool ist, dünne Metalldichtung, ne? Mhm. Und auch jetzt gar nicht für Lambo-Verhältnisse so krass teuer. Sind da, was? Wie viel? Ich glaube 80 Euro oder so. Okay, ne? Krass. Die würfeln die Preise, glaube ich, teilweise auch, oder? Ja, das kommt wahrscheinlich darauf an, bei wie vielen anderen Motoren sind die noch verwenden können in dem Fall. So, wir nullen jetzt erstmal die Uhr. Schuck. Passt. Dann gehen wir hier auf die Seite, in die Mitte des Zylinders. Gehen wir hier vorne hin. So. Weiter. Ja, 1,5 Zehntel Überstand. Messen wir mal auf der anderen Seite. Ja. Vielleicht 200 Abweichung oder Messtoleranz. Was 1,5 Zehntel Überstand? Überstand. Was hat der Original? Keine Ahnung. Ja. Nee, ist aber jetzt nicht schlimm. Also Überstand ist
Doch, wenn wir jetzt eine 07er Kopfdichtung hätten, dann wäre... Ja, was hast du für eine Kopfdichtung? Ist zum Glück nur 1,3er. Ja. Also 1,3 ungedrückt wird gepresst irgendwas 1,2 sein. Mhm. Das heißt, wir haben genau einen Millimeter Quetschkante. Ne? Mhm. Ja, wie ist das beim... Ist der Kopf bündig? Ja. Okay. Der ist bündig an einer Stelle. Mhm, okay. Aber passt ja. Ist der Brennraum gefräst? Ja. So, also, das heißt, wir haben in dem Fall noch eine richtige Quetschkante, weil logischerweise hier der Kolben genau vorsteht. Mhm. Aber wir hatten 1500, ne? Mhm. Überstand gerade. Mhm. Die Kopfdichtung vielleicht 1/10, haben wir genau einen Millimeter. Perfekt. So 0,7 bis 1 kann man ja schon bringen. Müssen wir nochmal eine Sache kontrollieren, wie das Ganze so mit... geht aber auch noch genau. Manchmal ist es ja so, dass von der Bohrung her das Ganze zu klein ist. Aber das passt. Mhm. Yes! Okay. Verdichtung. Lichtern wir jetzt aus. Ja. Hast du Volumen vom Kopf schon? Nein. Dann machen wir das jetzt. Thema Motor auslitern. Wollen wir gar nicht zu sehr erklären. Haben wir doch schon da. Genau, das heißt, wir brauchen jetzt einfach nur das Volumen hiervon plus das Volumen davon. Mhm. Volumen davon wird schwer mit auslitern, fällt mir dabei gerade ein. Ja, aber wir kriegen Info von IAP. Wir wissen das Volumen von der Kolbenmulde. Ich würde sogar gerne litern. Können wir auch gerne machen. Weil wenn der Kolben raussteht... Ja, dann lassen wir den ein bisschen unterstellen und rechnen das dann gegen. Okay. Machen die genau bündig. Ja. Dann erstmal hier aus Titan, ja? Yes. Alter. Guck dir das an. 49,5 CCM. 49,5? Ja. Okay. Machen wir jetzt genau bündig. Also wir haben jetzt eigentlich gerade das Problem, dass der Kolben oben rausguckt. Und deswegen können wir nicht im OT logischerweise auslitern, weil die Platte einfach nur drauf liegen würde. Ja. Das heißt, wir machen ihn jetzt bündig, wissen, er stand wie viel über? 1500. Mhm. Das heißt, 1500 müssen wir dann vom Volumen abziehen. Mhm. Also das Volumen von 0,15 mm auf 83 mm müssen wir vom Volumen abziehen, weil er das nach oben gehen will. Genau. Das heißt, ich rechne das und ihr könnt da... Jetzt macht ihr den Ausliter, Chef. Also 16,5. Und was sagt der Taschenrechner? So, jetzt kann Taschendieter hier einmal rechnen. 500. Erstmal müssen wir einmal das Volumen ausrechnen. 59, 6,6, 16,5, minus 0,8. Sind in Summe 71,8. Plus Hubraum 502,1 geteilt durch. Alter! Das ist mal eine Punktlandung. 7,99. Ich weiß, wir hatten das. Wolltest du nicht auf 9? Nee. Wir hatten wolltest auf 8? Wir hatten den Motor ursprünglich irgendwas zwischen 8 und 8,3, bin ich mir ziemlich sicher. Weil mit Absicht wir bei dem Motor kein Risiko eingehen wollten. Ja. Weißt du, die Lader sind so groß genug, du hast so viel Hubraum, da zählt einfach nur, dass das Ding entspannt läuft. Ne? Mhm. Und das ist halt bei 8:0:1, kannst du nicht falsch machen. Weißt du, also, was wir bei den Rallye-Autos machen? Hoch. Also 12:1 verdichtet, ja. 2,5 Bar Ladung. Ja, glaube ich. Da ist aber auch alles egal. Hier siehst du ja, was das für eine Action ist, den zusammenzubauen. Ja, immer, ne? Ja, klar. Und unsere Erfahrung ist auch, je geringer die Verdichtung ist, je besser funktioniert dieser ganze Kurbeltrieb mit allem. Pleuellager, Hauptlager. Ja, belastungstechnisch ist das natürlich. So, ne? Dann ist das doch echt ein guter Abschluss, oder? Also ich bin immer noch ein bisschen sprachlos, dass dieser Motor tatsächlich so langsam wirklich fast
zusammen bist. Du weißt gar nicht, wie ich dir danken soll. Dass wir das jetzt doch vor deinem Umzug noch ja, angehen. Ja, richtig, hier. Genau, wir sind leicht im... Ihr müsst nämlich dazu wissen, Andi... hat neue Halle. Eigentlich sogar ab dieser Woche, ne? Aber das verzögert sich ein bisschen. Ja, Katastrophe, Baustellenzeug. Geile Halle. Können wir vielleicht ein, zwei Sachen kurz schon mal einblenden. Haben wir. Das wird auf jeden Fall NASA 2.0. NASA. Mit V10 Headquarter Germany. Genau. Und ja, was machen wir als nächstes? Soll ich alleine Kopf und so montieren? Nein, machen wir. Danke. Danke fürs Vertrauen. besser nicht. Nein. Hier die wirkliche Beschäftigung hier, die Kupferringe einzusetzen. Mhm. Auch wenn wir eine Nut gemacht haben, die wirklich super geil ist. Aber trotzdem ist dann, weil für mich ist es immer dieser Kupferring, wenn der hier oben drin ist. Und das sehe ich öfter mal, dass dann da irgendwie Hundertstel oder Zehntel Spalt oben im Ring ist. Dann kann sie auch weglassen. Ja. Dann bläst es dadurch. Ne? Also das muss wirklich perfekt auf Maß gefeilt werden. Und wenn man da zwar auch drin ist, braucht man da locker immer mal 20 Minuten pro Zylinder. Okay, also mein Traum wäre, ich würde eigentlich gerne eine Kopfdichtung opfern. Mhm. Weil halt der Schrauberaufwand an diesem Motor so aufwendig ist, gerade an dieser frisch neu lackierten Karosse und so weiter. Also ich würde eigentlich gerne das Ganze einmal anziehen. Mhm. Dann können wir nämlich perfekt den Kopf nochmal runternehmen. Ich habe jetzt tatsächlich ein paar Mal die Ringe nicht neu gemacht. Ja. Ich habe die Ringe gelassen. Funktioniert beim R4, ne? Ja. Ja, beim V6 in dem Fall, ne? Okay. Habe die Ringe gelassen. Das heißt, wir würden nur gerne einmal den Kopf runternehmen, um zu gucken, was so mit den ganzen Buchsen und so weiter passiert. Also ich habe das auch beobachtet, dass das funktioniert, aber der wird ein bisschen flacher, der Ring. Du merkst, also was halt extrem cool ist, aber das seht ihr dann im nächsten Video, man kann sich schön angucken, wie der Ring gedrückt wird. Mhm. Ob der wirklich gleichmäßig flach ist oder halt nicht so geil gedrückt wird. Am Ende können wir es eh nicht ändern, aber bevor wir es sinnlos zerlegen, würde ich sagen, die Stunde haben wir dann auch noch. Machen wir. Und... ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, danke für die Hilfe, gerne, danke fürs Machen. Gerne. Auch an Alex. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.